Seit 2008, mit Ausnahme von 2019, wird jedes Jahr ein Jugendwort des Jahres gekürt. Und da Susanne Daubner von der Tagesschau damit auf TikTok ziemlich viral ging, haben wir uns gedacht, wir sprechen heute auch mal drüber. Und ehrlich gesagt auch deswegen, weil diese Jugendwörter ziemlich oft was mit der Online-Welt zu tun haben. Über das Jugendwort des Jahres wird jedes Jahr ziemlich viel diskutiert und ganz oft geht es darum, ist es wirklich ein Jugendwort oder ist es eigentlich eher kein Jugendwort? Was als Hintergrundinfo vielleicht ganz spannend ist, ist, dass erst seit 2020 wirklich jede und jeder über dieses Jugendwort entscheiden kann. Davor war da noch eine Jury mit dabei. Man kann dieses Jugendwort, das man vorschlagen möchte, online beim Langenscheid Verlag, die küren dieses Wort nämlich, einreichen. Und da werden tatsächlich nur miese Beleidigungen zum Beispiel aussortiert. Alles andere, was eben oft vorgeschlagen wird, steht dann zur Wahl. Und über genau die aktuell zur Wahl stehenden sprechen wir heute im Video. Ja, um über das Jugendwort zu sprechen, habe ich heute einen Gast bei mir im Studio, nämlich die liebe Leonie. Cool, dass du hier bist. Hallo, schön, dass ich da bin. Sehr schön, dass du da bist. Leonie kennt ihr vielleicht schon von Insta oder von TikTok bei uns. Da solltet ihr unbedingt auch mal reinschauen. Da erzählst du immer ganz viele spannende Sachen. Und heute sprechen wir über das Jugendwort. Und ich habe mir gedacht, wir gucken uns mal die Jugendwörter der letzten Jahre an, denn über die wurde ganz schön viel diskutiert. Fangen wir doch mal an mit einem, was mich persönlich emotional berührt. Und zwar 2008 war das Jugendwort des Jahres Gammelfleischparty. Ja. Schon mal gehört? Ja, schon gehört. Noch nie benutzt. Ich meine, ich war 2008 oder erst 4, also da habe ich noch nicht so viel Bezug dazu. Verständlich, verständlich. Gammelfleischparty soll übrigens Ü30-Party halten. Mich berührt es emotional, weil ich ehrlich sagen muss, dass ich das noch nie gehört habe, noch nie benutzt habe und auch gar keinen Sinn darin sehe, dass Jugendliche dieses Wort benutzen. Nee. Weil warum soll man über eine Ü30-Party sprechen, wenn man da noch voll weit davon weg ist? Also da gebe ich mal so. Ja, finde ich auch nicht cool. 2009 war dann Harzen. Doch, finde ich cool. Benutze ich auch tatsächlich häufig. Immer noch? Ja, doch. Ich finde das Wort ganz cool. Beschreibt halt so ein, also ist halt anders als chillen, aber trotzdem nochmal ein cooles Wort dafür. Okay. Ja. Dann haben wir 2010 das Wort Niveau-Limbo. Gerade zum ersten Mal gehört. Also kannte ich gar nicht. Wusste ich auch nicht, was es bedeutet. Also die beschreiben das als sinnlose Gespräche, bei denen das Niveau stetig sinkt. Kennt man? Ja, ist auch schon lustig, wenn man es weiß, aber würde ich jetzt nicht benutzen. Das Wort sagt mir tatsächlich auch gar nichts, aber jetzt wird's, finde ich, besser. 2011 war es nämlich das Wort Swag. Ja, damals vielleicht noch ganz cool. Heute? Inzwischen muss ich sagen, okay. Eher unangenehm, wenn es benutzt wird. Okay, okay. Dann haben wir im nächsten, dann 2012, das Wort YOLO. Fun Fact, ist auch dieses Jahr wieder unter den Top 10 fürs Jugendwort. 2012. Ja. Kann man YOLO kann man noch machen. Sagen? Ja. Kann man noch sagen? Ich dachte, aber kann man nicht mehr sagen. Also vielleicht konnte man es eine Zeit lang nicht mehr sagen. Aber jetzt kann man wieder. Aber ich glaube, es kommt wieder. Ah, es ist so retro im ja. Prinzip. Okay. dann haben wir als nächstes 2013 das Wort Babo. Ja, finde ich ein bisschen unangenehm, aber benutze ich trotzdem manchmal tatsächlich okay. auch noch. Also mir tut es aber mal selber ein bisschen weh, weil ich das Wort ein bisschen rutscht dir dann so cringe finde. Ja. Aha, sehr gutes Wort, das ist schon vorschlägst, da kommen wir später noch dazu. Genau. Nämlich kommt aber erst 2014 das Wort läuft bei dir, finde ich, geht, oder? Solide. Kann man einfach ja. immer noch raushauen. Dann 2015 Smombi. Habe ich noch nie verstanden. Das finde ich richtig cringe. Ich auch, ja. Smombi soll heißen, es ist eine Zusammensetzung aus Smartphone und Zombie, jemand, der eben so am Handy hängt. Und da denke ich mir immer, das muss die Jury ausgewählt haben, weil warum sollten das junge Leute sagen? Ich glaube, das hat auch nie jemand Junges gesagt. Also, ich kann's mir auch nicht das vorstellen. War, glaube ich, nie der Fall, ja. Smombi von uns auf jeden Fall Daumen runter. Mhm. 2016 Fly sein. Habe ich auch nie benutzt. Also, ich glaube, das war auch eher im YouTube-Kontext doch dann ein bisschen mehr noch benutzt, soweit ich weiß, aber ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall, ich selber habe es auch noch nie gesagt. Sagt mir auch gar nichts. Im Jahr drauf war es dann E-Bims. Ja doch, also das kennt man schon dann mehr, aber das war ja auch nie so meiner Meinung nach wirklich in der Jugendsprache verankert, sondern eher nur so aus Spaß und in Witzen benutzt, aber jetzt nicht wirklich, was Jugendliche echt benutzt haben, also finde ich. Ich sehe es genauso und ich glaube, das hat ganz viel auch damit zu tun, dass es geschrieben ist. Also ja, auch diese E-Bims kommt so von dieser Fong-Sprache, wenn man das noch kennt, mit dem G am Ende, Fong her, habe ich nachgelesen. Ursprünglich geht es zurück anscheinend auf Moneyboy, den Rapper. Ist aber, finde ich, eher eine geschriebene Sache als häufig gesagt. Ja. Wir preschen weiter durch und zwar 2018 war es Ehrenmann oder Ehrenfrau.
ja, sagt man immer noch, habe ich immer gesagt, finde ich auch ganz cool. Doch. Geht. Okay. Dann 2019 gab es keins und im Jahr drauf, 2020, war es Lost. Das beschreibt mich sehr gut oft und deshalb benutze ich es auch sehr viel, weil man viele meiner Freunde auch damit beschreiben kann und es halt wirklich auch ein Wort ist, was einige in meinem Umfeld benutzen und nicht irgendwie, wie jetzt andere Worte, die wir schon hatten, irgendwie nur so aus Spaß, sondern halt wirklich ich finde auch, wird, ja. Lost passt auch perfekt zu 2020, Pandemie. Ja, stimmt. Alle waren einfach so ein bisschen lost. Sehr gut. Ja. Und jetzt kommt Cringe. Ja, wie wir schon gehört haben, benutze ich das Wort auch echt häufig. Ja, wird immer noch benutzt und finde ich, kam so ein bisschen über TikTok auch rüber zu uns, oder? Auf jeden Fall, ja. Und letztes Jahr war es dann Smash. Ja, finde ich auch echt gut. Also es gibt ja das Smash or Pass Spiel auch so auf TikTok und daher kommt es ja auch. Und finde ich auch, also kann man gut benutzen. Aber man muss schon respektvoll damit umgehen, finde ich. Also hört. In manchen Situationen kann es auch unangenehm sein. Mhm. Okay, das ist also unser kleiner Rückblick auf die Jugendworte im letzten Jahr. Und jetzt wollen wir uns natürlich die anschauen, die es vielleicht 2023 werden können und Leonies Urteil dazu hören. Riz. Ja, jemand kann zum Beispiel W-Riz haben, das kenne ich vor allem von TikTok. Das bedeutet dann einfach, also W ist die Abkürzung für Win und das bedeutet dann einfach, dass er sehr guten Riz hat, also gut jemanden anmachen kann und im Flirt-Game gut strong dabei ist. Ja, richtig strong, genau. Gestern wurde ich in der Bar von so einem Typen angelabert, boah, ging gar nicht. Hatte der gar keinen Riz? Null Riz. Digger. Also Digger ist ja sehr häufig irgendwie in den Abstimmungen fürs Jugendwort mit dabei und deshalb weiß ich noch nicht, was ich so richtig davon halten soll. Ja, es wird benutzt, aber vielleicht nicht echt neu in diesem Jahr und deshalb finde ich, passt es nicht so zu 2023. Boah, jetzt tue ich mal dein Handy weg. Digger, nerv nicht. Darf er so? Zu darf er so habe ich irgendwie nicht so viel Bezug, also benutze ich nicht häufig, verstehe ich auch nicht so ganz. Habe ich nur mal so auf TikTok vielleicht gehört, aber nicht in meinem Alltag. Dort dafür so gibt es ja auch noch kann man so. Das sehe ich oft auf Instagram, wenn zum Beispiel Influencer ihre Outfits posten und dann fragen, kann man so Club? Also das ist auch immer kein ganzer Satz, aber die fragen, ob man so eben irgendwo hingehen kann. Hast du schon gesehen, der Marius hat halt voll die kurze Hose an, da sieht man ganz schön viel vom Oberschenkel. Dafür so? NPC. Benutzt man manchmal, finde ich jetzt auch nicht so häufig, aber es gibt ja vor allem auch den NPC-Trend auf TikTok oder wahrscheinlich auch auf anderen Social-Media-Plattformen, wo eben Leute sich verhalten wie NPCs. Und da finde ich es ganz gut teilweise, aber auch ein bisschen unangenehm. Aber das Wort an sich kann man schon benutzen. So nervig. Ich wollte mir halt gestern unbedingt noch hier im Supermarkt das eine Dings holen. Hab den Mitarbeiter extra gefragt, aber es war einfach ein richtiger NPC. Also hast du es nicht bekommen? Mm-mm. Goofy. Fällt mir gar nichts dazu ein. Ich kenne es halt nur aus dem Englisch reden. Also wenn ich Englisch rede, dann benutze ich das Wort vielleicht schon mal, aber nicht als Jugendwort, sondern einfach so. Und warum das jetzt ein deutsches Jugendwort ist, kann ich irgendwie nicht sagen. Kerl oder Kerlin? Hier kann ich jetzt mit Wissen punkten. Super. Das kommt, glaube ich, hauptsächlich von Reddit, von den Es ist Mittwoch, meine Kerle. Mhm. Wird daher auch meistens in der männlichen Form verwendet. Habe ich aber persönlich auch so noch nie gehört. Kann mir aber gut vorstellen, dass es irgendwie so Bubbles gibt, wo Leute das eben verwenden. Vielleicht gerade auch Leute, die eher eben gerade noch so Memes angucken oder eben auf Reddit unterwegs sind. Ja, in der Bubble bin ich nicht drin. Aber letztes Jahr war ja auch irgendwas mit Es ist Mittwoch, meine Kerle, glaube ich, unter den Jugendwörtern. Daher habe ich es schon mal gehört, aber sonst nicht. Slay. Slay ist eins meiner Top-Wörter dieses Jahr. Ich benutze es sehr, sehr gerne. Vor allem mit meinen Freundinnen, wenn die mal wieder ein tolles Outfit anhaben oder irgendein schönes Instagram-Bild gepostet haben. Auf jeden Fall richtig Slay. Ist aber auch kein neues Wort. Habe ich vorher schon mit Marius diskutiert. Ich sage fast immer, wenn ich irgendwie eine gute Aufnahme mit Marius mache, Slay. Vielleicht können wir da was einspielen. Mal schauen. Ich habe eine 1 in Mathe zurückbekommen. Slay. Side-Eye. Also Side-Eye kennt man ja vor allem, glaube ich, von dem TikTok-Sound, der so geht, Bombastic Side-Eye und dann kommt irgendwie noch sowas wie Criminal Offensive Side-Eye. Und ja, es ist, also ich kenne schon viele, die das benutzen, aber eher, glaube ich, auf Social Media statt im echten Leben. Hast du vorher gesehen, ne? Der eine Typ, ey, der hat 10 Cent Trinkgeld gegeben. Side-Eye. YOLO. YOLO war ja, wie gesagt, schon 2012 Jugendwort und ist auch schon ein bisschen älter. Aber ich muss sagen, inzwischen benutze ich es auch wieder öfter und auch sehr gerne. Also kommt vielleicht zurück. Ich gehe am Wochenende für Mountainbiken. Kannst du das? YOLO. Offlock. Also Offlock finde ich echt nicht so cool, finde ich eher unangenehm. Sagen einige von meinen Freunden und daher kenne ich es auch. Ich habe es tatsächlich nicht oft irgendwie in einem anderen Kontext gehört als von 2, 3 Freunden von mir. Und es
verurteile ich auch mal ein bisschen. Finde ich echt unangenehm. Ich muss sagen, ich liebe auf Lock und ich möchte das auch öfter verwenden. Ich habe mich auch schon richtig bemüht, das mehr in meinen Alltag einfließen zu lassen, weil ich finde, auf Lock soll man einfach ein bisschen mehr drauf sein. Also finde ich einfach gut. Ich bin immer für lustige Abkürzungen, aber auf Lock hört sich irgendwie komisch an. Geschmackssache. Ja. Hey, wollen wir heute Abend noch was trinken gehen? Ich habe eigentlich keinen Bock. Komm auf Lock. Für diese 10 Jugendwörter kann man noch bis zum 13. September auf der offiziellen Website des Langenscheid Verlags abstimmen. Dann wird daraus eine Top 3 gekürt und für die kann man dann vom 20. September bis zum 11. Oktober abstimmen. Bekannt gegeben wird das Gewinner-Jugendwort des Jahres 2023 übrigens am 22. Oktober. Wir sind gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo oder ein Like da und dann hören wir spätestens am 22. Oktober bei uns auf Insta oder TikTok, was wirklich das Jugendwort geworden ist.